Diese Gefahr, die erkenne ich natürlich bei mir selber auch ganz massiv. Und es hat mich so nochmal ein bisschen arg ins Nachdenken gebracht. Wir waren mit einigen Leuten, ihr habt es ja schon mitgekriegt aus unserer Gemeinde, jetzt Ende Januar bei einem Leitungskongress, der in der DM-Arena stattgefunden hat. Und da haben mehrere Referenten so ein Bild nochmal gezeichnet, wo ich mich auch so ein bisschen wiedererkannt habe drin. Aber übrigens die nicht erfunden, sondern irgendwelche deutschen Philosophen Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber das Bild ist ja trotzdem gut. Die haben gesagt, unser Leben, das ist so ein bisschen wie ein Eisberg. Und beim Eisberg, das weiß jeder, da ist der größte Teil unterhalb der Wasserlinie. Man kann das Bild in ganz verschiedener Hinsicht auslegen, mit Bewusstem und Unbewusstem und so, aber darauf kommt man jetzt nicht an, sondern was ich eigentlich ziemlich interessant fand, ist sagen, wir konzentrieren uns ganz stark auf die Dinge, die hier oben sichtbar sind. Unsere Aktivitäten, das, wie wir wirken, was wir alles machen. Aber was immer wieder zu kurz kommt, das ist die Einsicht, dass wir all das hier oben eigentlich nur gut machen, wenn da unten irgendwas ist, wo das verankert ist. Wenn wir, ich sage es für mich als immer wieder so, wenn wir sowas wie seelische Kraft haben, dass wir das eben nicht nur mit der Fassade machen, dass es nach außen gut aussieht, sondern dass wir es wirklich aus dem Herzen heraus machen. Versteht ihr jetzt nicht? Viel zu oft konzentrieren wir uns auf diese Dinge hier. Und da haben wir viel zu viel und dann bleibt das hier auf der Strecke. Und wenn wir fragen, warum Christsein oft nicht so wirkt, wie wir uns das wünschen, dann vielleicht deshalb, weil wir uns über diese Dinge, über diese Verbindungen und über das, was da unten abgeht, zu wenig Gedanken machen oder da auch zu wenig Energie und Aufmerksamkeit darauf richten. Und dann wundern wir uns, wenn es sich da oben nicht auswirkt. Also, Trubel des Alltags. Daran könnte es liegen, wenn ihr euch fragt, warum wirkt sich mein Christsein eigentlich nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Eine zweite Ursache, die ist ganz interessant, die geht nicht so lange zu erklären. Ich habe so übersetzt oder so geschrieben, da will ich die Auswirkungen meines Glaubens selber schaffen. Ich will die Auswirkungen meines Glaubens selbst schaffen. Es ist ja eigentlich faszinierend, wenn wir hier eine Umfrage machen würden, was richtiges christliches Verhalten ist, da bin ich überzeugt davon, dass wir uns zu mindestens 99% komplett einig sind. Also okay, wir lassen die Fragen außen vor, mit ob man zum Gottesdienst nur mit Krawatte kommen darf und solche Sachen. Hat man vorsichtshalber eine angezogen. Das ist ganz interessant, dass du kannst hier in Haagsfeld jede Menge Leute fragen, da wissen die allermeisten, wie sich ein Christ eigentlich verhalten sollte. Wir haben es vorhin im Quiz etwas parodiert, aber klar ist, am Wissen liegt es nicht, nur das Umsetzen ist nicht so einfach. Und da gibt es so einen Reflex bei uns, der steckt auch tief in uns drin. Vielleicht bei uns Deutschen noch am allermeisten. So ein Reflex. Hey, das muss ich doch hinkriegen. Und die Corinna hat es ja vorhin so schön gemacht. Mensch, alle anderen haben das angepriesen, wie toll der Mixer ist. Bei mir ist zwar nicht so, aber bloß nichts anmerken lassen. Das kommt dann raus. Dann strenge ich mich an. Dann mache ich und tue ich. Und mit einem leicht bitteren Gefühl stelle ich fest, so wie das da am Sonntag in der Predigt geklungen hat, so ist das aber in meinem Leben nicht. Und seht, das könnte eine Ursache sein, dass du sozusagen christlich leben willst. Also, dass du versuchst, hier oben an der Oberfläche was zu verändern, aber das eigentlich mit dem da unten nichts wirklich zu tun hat. Und dann stimmt zwar nach außen die Fassade und der Schein. Da denken wahrscheinlich ganz viele Leute, wow, was ist das für ein toller Christ.
Aber du selber merkst, in dir der Strom fehlt. Und dann ist es eine ziemliche Qual. Also wenn wir fragen, woran es liegen könnte, dass Christsein nicht wirkt, dann könnte es auch das sein, dass ich da aus eigener Kraft da irgendwas hinkriegen will, aus eigener Anstrengung. Noch eine dritte Sache will ich ansprechen, woran es liegen könnte, wenn das Christsein vielleicht nicht so wirkt, wie ich mir das vorstelle. Das habe ich überschrieben, ich habe Angst vor dem, was da passieren könnte, wenn Jesus wirklich in mir wirkt. Es sind unterschiedliche Ängste. Zum Beispiel erlebe ich bei ganz vielen Leuten die Angst, dass andere da irgendwas Abfälliges sagen könnten oder mich komisch anschauen oder so irgendwas. Mensch, was werden die bei mir im Geschäft sagen, wenn ich meinen Glauben wirklich lebe? Was werden mein Mann dazu sagen oder meine Kinder? Und noch viel schlimmer, stell dir vor, die fragen mich was. Und ich habe gesagt, ich bin eigentlich, will ich als Christ leben und ich weiß das nicht. Das sind Ängste, die führen dann ganz schnell dazu, dass ich gucke, dass ich mein Christsein schön ganz tief in mir drin halte. Dass ich lieber den Mund halte, wo ich was sagen müsste. Dass ich lieber ganz verschämt bete, dass es ja niemand mitkriegt. Dass ich mich lieber anpasse, dass ich lieber so rede und handle, wie es alle anderen auch tun. Und die Angst, die wirkt ein bisschen wie eine Bremse, die verhindert, dass mein Glaube sich auswirken kann. Dass er herauskommt aus diesem ganz tiefen, privaten Bereich in mir. Und dann gibt es noch eine Angst, die ich hier nennen muss. Das ist eine Angst, die ich selber auch ab und zu kenne. Die Angst nämlich, dass ich, wenn ich mein Leben wirklich so ganz in die Hand von Jesus gebe, dass ich ja dann die Kontrolle darüber verliere. Wenn ich wirklich bete, Jesus, führe du mich bitte im Alltag, dann könnte es ja sein, dass er mich Wege führt, die ich überhaupt nicht so gern gehen will. Und dass er vielleicht verlangt, dass ich Dinge aufgebe in meinem Leben, die ich sehr gerne weitermachen würde. Und das will ich ja nicht. Oder dass er vielleicht Dinge sagt, wo ich mich ändern muss, wo ich mich auch anstrengen muss. Und ich weiß das schon, das will ich und schaffe ich eigentlich nicht. Hinter dieser Angst steht so ein bisschen das Misstrauen gegenüber Gott. Meint er es wirklich gut mit mir? Fühlt er mich wirklich gut? Und wenn diese Angst da ist, dann bremst es mein Christsein aus. Es waren jetzt so einige Ansätze, die vielleicht dazu führen könnten, dass man merkt, das Christsein wirkt sich nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Jetzt will ich zur nächsten Frage kommen. Was muss in mir wirken, damit es sich auswirkt? Also durch tatkräftige Mithilfe einiger Fotos und der BNN bin ich ja mittlerweile in fast ganz Karlsruhe als vorbildlicher Radfahrer verschrieben. Mir erzählt aber, dass ich kein Helm aufziehe, aber sonst ja. Aber ich muss euch gestehen, es stimmt nur ganz bedingt. Denn tief in meinem Herzen ist die Sehnsucht nach Motoren und Geschwindigkeit. Und wenn man das mal erlebt hat, bin ja eine ganze Reihe von Jahren sehr viel Motorrad gefahren. Naja, das ist unvergessen. Und wenn ich dann an die Dolomiten denke, gerade in den Dolomiten habe ich was sehr Interessantes erlebt. Dass man nämlich, ich hatte jetzt wirklich kein besonders starkes Motorrad, aber dass man auch mit einem richtig fetten Motorrad ziemlich alt aussehen kann. Da gibt es Leute, die haben Motorräder, die haben 100 und mehr PS. Natürlich nicht ohne, da musst du schon arg aufpassen. Deshalb waren die immer mit einem Fuß so leicht auf der Bremse. Das könnte ja gefährlich werden. Und manchmal, da haben die sogar gebremst, wenn sie Gas gegeben haben. Das kam aber beim Motorrad gleichzeitig. Und dann haben sie sich gewundert, dass ihre starke Maschine gar nicht so richtig zieht.
Und jetzt könnt ihr natürlich Folgendes machen, wenn es so eine Situation ist, dann könnt ihr natürlich sagen, ich muss mein Motorrad kaufen, es hat 140 PS. Ihr könnt natürlich auch so machen, dass er sagt, okay, ich muss vielleicht zwischendrin mal so richtig, wenn ich gerade die Kupplung ziehe, so richtig Gas geben. Hört sich dann sehr sportlich an. Aber an dem allem liegt es nicht. Du musst dich vielleicht einfach nur trauen, mal den Fuß von der Bremse zu nehmen.